Oh, kommt zusammen, Mitglieder unseres Clans, und lasst uns feiern! Ja! Was es heißt! Jo! Eine Adams zu sein! Nach 2 Jahren Beatles-Musik heißt es ab Donnerstag Bühne frei für die Adams Family. Als Musical-Komödie erwartet die Zuschauer diesmal ein tiefer Einblick in das verrückte Familiengeschehen beim 27. Bautzner Theatersommer. Neben den 7 Hauptfiguren werden insgesamt 25 Darsteller immer von Mittwoch bis Sonntag im Hof der Ortenburg zu sehen sein. In den 60er Jahren kam es ins Fernsehen und irgendwann kam es ins Kino. Und jetzt hat es natürlich auch seit 2009, glaube ich, Broadway erobert und mit Musical. Auch dieses Musical spielen wir. Das ist eine ganz skurrile, bösartige, die dem Okkulten zugewandte Familie schräg verrückt. Und verrückt ist das Besondere, weil es ist eine... ein leichter Seitenhieb auf diese Konvention, auf unsere Gesellschaft, die so stinknormal ist. Und was bei denen, bei dieser Familie das Besondere ist, sie sind verrückt, aber sie sind so lebensnah und Lebensfreude in sich wirken. Eine sehr humorvolle, lebensbejahende Figuren und sie stehen ein für die Familie. Und da gibt es nichts zu rütteln. Und das ist natürlich ein großer Sinn, Familiensinn zu haben. Und das gerade von diesen Figuren, die man doch eher dem Bösen und so weiter eher vermutet, ist es was Besonderes. Und es spielt auch damit, wer ist denn verrückt in unserer Gesellschaft oder was ist normal. Ne? Es ist doch egal, Hauptsache die inneren Werte stimmen. Begleitet mit rund 20 Songs entsteht ein Konflikt, bei dem es um die unsterbliche Liebe der Tochter Wednesday zum Normalo Lukas geht. Denn das steht im großen Kontrast zu der jahrhundertelang existierenden, durch und durch schrägen Familie. Höhepunkt ist ein gemeinsames Dinner, ein Teenager-Drama auf einem ganz neuen Niveau. Eltern sollen sich kennenlernen, wenn die sich verstehen, die Familien, dann steht ihm nichts im Wege. Das führt natürlich zur Katastrophe, zu vielen kleinen Katastrophen. Und es gibt ein blödes Spiel für einige in diesem Stück, nämlich man sagt die Wahrheit. Und dann werden Geheimnisse aufgedeckt und so. Und die dunklen Seiten auch bei den Normalos plötzlich. Und das ist so, ja, man spielt damit, mit Wahrheit und Lüge, mit was ist normal, was ist verrückt. Und natürlich, ich sagte, es geht um Liebe, es geht natürlich auch um die Beziehung der Eltern. Beide Paare. Also, das eine, bei den Normalos ist die Beziehung ziemlich verschüttet. Ja. Und bei den anderen ist er eigentlich relativ lebendig. Und es ist das erste Mal, dass Gomez, der Vater von den Adams, belügt seine Frau das allererste Mal. Und da scheint diese Familie auch ein bisschen in die Krise zu kommen. Das Ganze spielt vor der Kulisse des heruntergekommenen Herrschaftshauses, einer alten Villa. Viele Tonnen Sand wurden auch in diesem Jahr aufgeschüttet, um all das zu ermöglichen. Ein großer Kraftakt, der sich am Ende aber immer wieder lohnt. Immer ein Riesenaufwand. Es wird wahrscheinlich so sein, dass die letzten Teile zur Premiere erst kommen und angeschraubt werden. Ist ja auch mit Pyrotechnik, mit kleinen technischen Raffinessen und so weiter. Wir wissen noch nicht, ob das alles funktionieren wird, aber wir sind da guter Dinge. Das ist immer ein Riesen, also wirklich da immer ein Lob an die Werkstätten, an die Techniker, die hier seit Wochen hier in der Hitze stehen und versuchen, dieses Bühnenbild zusammenzubauen, was konzipiert wurde, was in Werkstätten gefertigt wurde. Das ist immer eine große logistische Arbeit auch und da bin ich erstmal sehr stolz, dass wir schon so weit sind. Und die Kostüme natürlich bei solchen schrägen Figuren, ja, das ist... Ach, da kann man sich schon verlieben, glaube ich, wirklich, weil es sind ja keine Normalos. Also ist die Herausforderung bei den Kostümen natürlich groß. Aber das macht dann auch Spaß, solche Figuren dann zu entwickeln. Also wir orientieren uns total an den Figuren, wie wir sie kennen. Das wäre fatal, wenn wir das nicht machen würden. Aber es gibt eben die große Verwandtschaft von den Ahnen, die alle dazukommen, die Ur-Ur-Ur-Ahnen bis hin zur Steinzeit. Ich glaube, für den Zuschauer gibt es dann, ach, den kenne ich doch, den habe ich doch schon mal gesehen irgendwo, die Ahnen. Wir gehen durch die Weltgeschichte, von Karl Marx angefangen über Julius Caesar, also wie gesagt, vom Steinzeitmenschen bis in die Gegenwart tauchen Figuren hier auf. Also das ist auch ein Reiz, da sich das auszudenken und ja, also überhaupt, das ist was sehr Besonderes, die Kostüme. Um auch behinderten Menschen die Möglichkeit zu geben, in die Geschichte einzutauchen, wird es am 14. Juli eine Vorführung für Blinde und am 15. Juli für Gehörlose geben. Darüber hinaus laden neben der Adams Family an den Dienstagen die Burgfilmnächte auf den Hof. Darunter laufen neben unter anderem auch französischen Filmen auch der neue Film von Olaf Schubert.
Am 22. Juni geht es hier also los mit dem Bautzner Theatersommer. Bisher wurden schon rund 20.000 Karten verkauft. Leute, wir sind viel, wir wissen, wie schwer wir sind.